Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Yogi Tested. Heute will ich euch die Papa-Cola vorstellen, die zeige ich euch gerade mal. Denn bei den Temperaturen 35 Grad aufwärts, was liegt da näher als viel zu trinken? Und wenn man schon Testberichte macht, dann könnte man natürlich auch einen weiteren Testbericht über ein Getränk machen. Ich will heute gar nicht so viel Worte verlieren, will nämlich wieder raus in die Sonne. Und deswegen fangen wir doch direkt an. Schauen wir mal, jetzt wieder das schöne Klacken. Direkt mal probieren, ich habe nämlich Durst. Geiler Scheiß. Richtig, seht ihr das? Kann man das erkennen? Ich beleuchte das mal mit meinem Handy. Die Cola ist grün. Richtig geil, sieht richtig Hammer aus. Grüne Cola. Eigentlich könnte ich hier auch schon wieder abbrechen, weil, ja, geiler Scheiß, ne? Richtig cool. Schäumt ein bisschen arg, aber ich habe jetzt auch jede Menge Crushed Eis drin. Ja, das ist mal richtig geil. Das sieht richtig Hammer aus. Und wenn es jetzt noch schmeckt, probieren wir mal. Wunderbar. Ich glaube zwar, dass mir heute alles schmecken wird bei den Temperaturen, aber es ist echt richtig lecker. Also man schmeckt Cola raus. Das heißt, es hat irgendwas mit Cola zu tun, auf jeden Fall. Das heißt ja nicht umsonst Papa Cola. Und ich würde sagen, Minze? Nee. Nee, Quatsch, keine Minze. Ah, ich weiß nicht. Limettig. So ein bisschen herber. Ja. Cola und irgendwie Limettensaft oder sowas. Auf jeden Fall schmeckt es richtig lecker und ja, ist auch schön erfrischend. Natürlich ist es eiskalt jetzt, aber also ich finde es mal richtig geil. Die Farbe ist der Hammer. Hätte jetzt schmecken können, wie es will, ne? Die Farbe bleibt einfach voll geil. Wie oft hat man dann ein grünes Getränk, ohne dass man irgendwie selbst noch Farbstoffe reinmacht? Von dem her bin ich mal voll begeistert und der Geschmack ist auch richtig gut. Der Cola-Geschmack ist nicht ganz so penetrant, würde ich mal sagen. Nicht ganz so stark wie bei einer normalen Cola, die man so kennt aus dem Supermarkt. Aber dafür diese, ja, ich würde sagen Limette auf jeden Fall. Der Limettengeschmack, der ist nochmal richtig lecker. Und rundet das Ganze auch perfekt ab. Also jetzt für so heiße Tage wie heute, super Getränk. Und die Aufmerksamkeit sieht man auch auf sich. Was ich jetzt vorhin noch entdeckt habe auf der Dose, finde ich eigentlich ganz cool. Erstens steht drauf, mit Liebe und natürlichen Aromen und ohne Tiere, in Klammer vegetarisch. Insgesamt mit den ganzen, vom Design her auch, sehr ansprechend, bisschen überladen, aber sehr ansprechend. Und ja, sehr modern gestaltet. Also ich denke marketingmäßig haben sie das ganz gut gemacht, gerade auch mit der grünen Farbe, ist ja perfekt. Was will man mehr, wenn man zu zehnt am Tisch sitzt und jeder schenkt sich eine Cola ein und dann kommt man an mit dem hier. Ich muss dazu glaube ich nichts sagen, finde ich mal richtig geil. Also von mir beide Daumen hoch für dieses Getränk. Papa Cola. Die meisten von euch werden es vermutlich noch nicht kennen. Ich habe es jetzt auch das erste Mal getrunken, aber richtig lecker, richtig schön. Und irgendwie stylisch das Ganze. Also, in dem Sinne verabschiede ich mich schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.